Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 1. Ja, wir haben das Monorail-Stück ausgetauscht, was wir für die Reparatur brauchen. So. Geht's mal wieder zurück. Kontrollraum der Monorail. Der Monorail-Steuerung online. Sehr gut. Jetzt kann ich hier Sachen. Oder immer noch nicht. Nee. Muss ich erst mit denen quatschen. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Stab vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. So. Immer noch nicht. War das gar kein Kaufautomat? Na gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder hier zurück. Ist auch korrekt, ne? Ja, genau. Geben wir uns mal wieder was vorsichtiger. Nebel. Schöne Blutlache. Jetzt fragen sich ja vielleicht eine, warum ist er nicht die ganze Zeit so am Rumrennen? Man hat einfach nicht so eine gute Übersicht dann. Und er bewegt sich dann einfach zu langsam. Na komm. Da ist noch zu. Okay, der ist irgendwo nach oben. Kranke Mucke auf jeden Fall. Da ist er. Nicht mit mir. Bats. That's the Bats. Oh nein, verfehlt. So, jetzt aber. Einer hatte gar nichts bei. Okay. Straße bauen wir noch nicht auf. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Viel Glück. So, hier sind wir wieder am Anfang, wo wir reingekommen sind.
Ah, das da unten. Also. Ammunition. Perfekt. Stand da? Vielen Dank für Ihren Besuch. Was? Was ich da höre, gefällt mir gar nicht. Irgendwo ist auf jeden Fall noch was. Wieso will er nicht? Feindliche Lebensform entdeckt. Oh oh. Aua, das tut doch weh. Kleinen Scheißer. Schnell, beeil dich. Schreihals. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Oh oh. Da soll ich lang, dann gehe ich erstmal wieder in die andere Richtung. Was ist? Okay, Frauenklo, Männerklo. Großes Medikit, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Manchmal geht die Performance ein bisschen runter. Aber nicht so, dass es anfängt zu ruckeln, also ist das vollkommen in Ordnung. Ja, das machen wir auf jeden Fall gleich. Schauen uns aber erst noch um, ob wir hier irgendwie was finden. Da zu sein.
Anzug Level 2. Das ist auf jeden Fall wichtig, den brauchen wir. Können wir mehr Sachen mit uns rumschleppen. Was bräuchten wir noch? Strahlkanone ist zwar sehr stark. Ich bräuchte diesen Schlitzer, den gibt es aber noch nicht. Mist. Dann schauen wir in unser eigenes Inventory und wir verkaufen auf jeden Fall die kleinen Medikacks. Brauche ich nicht. Ja, das große legen wir in den Safe. Genau wie eins von den mittleren. Das sollte reichen. Jetzt haben wir noch 15.000 übrig. Ich brauche auch eine Waffe für die kleinen. Und dann kaufe ich ein Impulsgewehr, bis ich diese andere Waffe kriege. Die finde ich nämlich besser geeignet. So, ich habe eine Zweitwaffe da drin. So, Impulsgewehr haben wir. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Rote Waffe symbolisiert, dass Ammunition für ihre Waffe leer ist. 50 Schuss. Okay. Ist wie so eine Art Maschinengewehr, das ich jetzt habe. Hatten wir noch Knoten zum Verteilen? Kein Knoten mehr. Es wäre auch immer gut, einen Knoten wenigstens noch da zu haben, weil wir den für manche Türen brauchen, um da weiterzukommen. Monorail-System. Ishimura. Fortschritt speichern. Oh ja. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Ja, das ist aber nett. Dankeschön. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Tja, da ist draufgegangen. Wir können jetzt mit B Gegenstände aufheben. Man kennt das vielleicht von Half-Life 2 oder so spielen. Und ich kann die auch wegschießen. Wie ging das denn nochmal? Ging das Wegschießen erst im zweiten Teil? Weiß ich gar nicht mehr. Sein. Eigentlich muss man die auch so bewegen können und schießen können. Na doch, geht doch. Super.
was am Rumliegen. Nichts Neues da sonst. Dann geht's weiter. Hier haben wir einen Schemata für einen Flammenwerfer. Das heißt, wenn wir solche finden und rüberbringen in den nächsten Shop, was auch wichtig wäre, es rüberzubringen, schnellstmöglich, weil es nimmt halt einen Platz weg, den wir halt für Munition oder sonstige Sachen brauchen können. So, jetzt hat das Schemata runtergeladen und wir haben den Flammenwerfer als Auswahl drin, der eigentlich recht effektiv ist, aber auch schnell leer geht. Und werde ich sie wahrscheinlich eher weniger benutzen. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ja, haben wir neue Aufgaben. Werden wir auch gleich lösen. Hier müsste eigentlich irgendwo ein Speicherstand sein. Ah, da hinten. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal hier einen neuen Speicherstand an. Kapitel 2 Intensivstation. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.